Kirche Lindenwiesel, das sind wir. Menschen aus der Region. Bodenständig und vom Himmel inspiriert. Gemeinsam üben wir Gottes Liebe in der Kirche ein und leben sie im Alltag. Liebe Familie, ich begrüße euch ganz herzlich zum Impuls der Woche Nummer 158. Heute im Livi-Studio die Birgit Schmidt, der Thomas Dauwalter und ich als Dan. Die beiden, die Birgit, frisch getauft, aber schon lange im Glauben unterwegs, jetzt Gemeindemitglied, ein Organisationstalent. Thomas, einer unserer Pastoren. Und die beiden, die Birgit und der Thomas, sie haben uns einen Weg mitgebracht, ein Projekt mitgebracht, das uns allen, uns normalen Gemeindemitgliedern, da stelle ich mich jetzt mal dazu, helfen soll, wie wir unsere Freunde mitbringen können, sodass sie ganz einfach auf eine ganz gute Art den Glauben kennenlernen, Jesus entdecken und auf die Reise mit Gott gehen. Das Projekt heißt Alpha-Kurs. Birgit, Alpha-Kurs, gib uns da mal einen ganz, ganz kurzen Umriss. Was bedeutet Alpha-Kurs? Was heißt es? Alpha-Kurs ist eine Methode, um Menschen die offen sind für den Glauben zu interessieren, sie mit reinzunehmen und ihnen einen Raum zu öffnen, wo sie alle ihre Fragen stellen können, alle ihre Zweifel äußern dürfen, wo sie auch Kritik äußern dürfen. Warum stellt ihr euren Glauben so heraus? Aber wo sie vielleicht dann und hoffentlich auch Antworten finden. Also eine Methode, einen Weg, einen Ort, einen Raum schaffen für Fragen, für Gespräch, für Dialog. Ja. Darum geht es, um Gott kennenzulernen. Thomas, du hast ja über viele Jahre hier Glaubensgrundkurse, Entdeckerkurse gemacht. Das ist im Grunde was ganz Ähnliches. Was treibt dich an und warum ist es gut, da mitzumachen? Also wir stehen ja jetzt mal um auf den Alpha-Kurs, bisher Entdeckerkurs. Der Entdeckerkurs war einfach, ist aus unserer Gemeinde gewachsen, war sozusagen mein Kind und es war gut, bodenständig. Und jetzt öffnen wir, weil der Alpha ist ja eine weltweite Bewegung, Alpha-Kurs-Bewegung. Und wir gehen raus mit in die weltweite Kirche und das ist eine schöne Angelegenheit. Was mich dazu antreibt, ist, dass ich sage, der christliche Glaube, der hat allergrößte Relevanz. Sowohl in der Spiritualität, im Leben mit der Gottesbeziehung, als auch für unseren Alltag. Ich nehme nur das einfache Beispiel, wenn jemand Fehler macht, schuldig wird. Wie geht man damit um? Die Welt antwortet mit Vergeltung. Das ist das Normale. Und so lebt die Welt. Hier Schuld, hier Vergeltung drauf und das Rad der Gewalt dreht sich ewig. Der christliche Glaube geht völlig anderer Weg, das Zentrale, ein Versöhnerglaube. Vergebung, Neuwerdung, Neuanfang. Der christliche Glaube sagt nicht, wie du mir, so ich dir, sondern wie Jesus mir, so ich dir. Weil ich mit dem Jesus lebe, gehe ich einen anderen Weg und das eröffnet Zukunft. Und ich wünsche mir das so für jeden Menschen hier in der Region und in der ganzen Welt, dass er den neuen Lebensweg geht. Wenn es nur mal an dem Punkt wäre, und das ist natürlich nur möglich aus der Beziehung zu Gott, und die Welt wird völlig anders aussehen, völlig anders. Das treibt mich an. Und das spürt man, Thomas, das ist so stark. Auch bei dir, Birgit, da nehme ich das wahr, die Leidenschaft dafür, dass viele Menschen noch, oder alle am besten, Gott kennenlernen. Und jetzt denkst du vielleicht, ist ja schön, wir haben da zwei inspirierte, begeisterte Leute, die machen das super. Das tut ja auch unsere Gemeinde gut, wenn da immer wieder neue Menschen dazu kommen. Hier noch ein Wort für dich, da zähle ich mich auch dazu, von Jesus. Der gibt ja allen seinen Jüngern folgenden Auftrag: Geht hinaus zu allen Völkern und tut alles dafür, dass die Menschen mir nachfolgen. Also neben dem, dass der christliche Glaube schön ist und dass es so Sinn macht, mit Jesus zu leben, haben wir auch ein Mandat als Kirche, als Gemeinschaft, dass Menschen in die Nachfolge von Jesus gerufen werden. Das heißt, dieses Projekt, Alpha-Kurs, Entdeckerkurs, ist kein Privatprojekt von euch beiden, das ist ein Gemeindeprojekt. Und was ist eure Erwartung an mich, an uns? Was wünscht ihr euch? Wie können wir uns beteiligen, dass wir als Gemeinde diesem Mandat von Jesus hier entsprechen? Also das Erste wäre ganz einfach, jeder lebt mit Menschen, die Jesus noch nicht kennen, mit Menschen am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft und so weiter, im sozialen Umfeld. Und Ausschau halten in der Beziehung zu Jesus nach Menschen des Friedens, wo Jesus sagt, ich würde gern den Mensch erreichen. Und dein Part ist, für ihn beten
und einzuladen und mitzugehen in den Alpha-Kurs. So einfach wäre das. Ich schaue meine Menschen an, die Jesus nicht kennen, bete für sie und Jesus sagt, so dein Nachbarn, ich würde so gern, dass der Friede findet in seiner Ehe, in seiner Familie mit mir. Bete für ihn und dann geh mit ihm zum Alpha-Kurs. Kann jeder machen. Stell dir das vor, von 200 Leuten wird jeder einer mitbringen, dann wären wir im Alpha-Kurs 400 Leute. Die mitbringen und die kommen. Also angenommen, ich habe jetzt den Mut und lade mal eine Nachbarin oder Nachbar von mir ein zum Alpha-Kurs, weil ich auch will, dass sie Gott kennenlernt, bin aber selber schon ein bisschen unsicher. Birgit, ich brauche mehr Sicherheit. Was erwartet mich an diesem Abend, wenn ich denn da hinkomme? Das will ich ja. Ich will ja auch, dass die Leute hier inspirierende Erfahrungen machen. Aber ich brauche ein bisschen mehr Fleisch und Knochen. Also an dem Abend erwartet dich, dass du empfangen wirst vorne, dass da Leute sind, die sagen, komm rein, wir haben schon einen Tisch gedeckt, hier vorne gibt's was zu essen. Wir starten immer mit einem Abendessen, damit wir einfach Zeit haben, uns gegenseitig kennenzulernen, ganz normal miteinander zu reden, auch mal vom Alltag rauszukommen erst. Dann gibt es nach dem Essen ein halbstündiges Video, das wir hier im Saal gucken, auf der tollen neuen LED-Wand. Und die Videos sind wirklich attraktiv, sind modern aufgemacht, kurzweilig. Und da geht es eben um die Basics des Glaubens. Wer ist Jesus? Was ist die Bibel? Warum sollte ich in der Bibel lesen? Kann ich das überhaupt glauben? Ist da was belegt? Ganz viele verschiedene Themen, die da angesprochen werden. Und wir haben anschließend nach dem Video eine Kleingruppenzeit, wo wir uns eben hier verteilen, setzen uns hin und sprechen über das, was wir gesehen haben. Und wir möchten, dass die Gäste sprechen und dass die Gäste alles äußern dürfen, was sie äußern wollen. Dass es ein offener Raum ist und wir nicht sie deckeln und nicht unseren Glauben rechtfertigen oder was auch immer, sondern die Leute sollen sprechen können. Wir wollen zuhören. Und im Laufe dieser Abende werden sich ganz viele Fragen klären, weil das wie so ein Puzzle ist und am Ende gibt es ein ganzes Bild. Ah, stark, das spricht mir wirklich ins Herz. Meine Angst wäre immer, ich lade da jetzt meinen Nachbarn ein und dann wird der da bedrängt und zugequatscht und am Ende wird es für alle peinlich. Die Hand verdreht. Genau, aber da spüre ich jetzt eine große Weite. Es geht ja darum, dass er sein darf, genau. Hier ist. Richtig, und auch in den Videos ist eine Weite zu sehen. Da ist nicht nur die Freikirche und nicht nur die katholische. Da kommt wirklich ganz viel raus und ganz viele Menschen aus aller Herren Länder geben Zeugnisse, erzählen, was sie mit Jesus erleben oder was sie mit Gott erleben, wie sie zum Glauben gekommen sind oder was sie damit denn auch tun jetzt heute. Gell, und gleichzeitig wäre natürlich dann, die eine Sorge wäre, ja, das wird zu eng, und die andere wäre aber, ja, da kommt man da hin und dann redet man halt ein bisschen und das ist ein profilloser Kaffeekranz. Ja. Das ist ja auch nicht zu befürchten. Oder? Aber sehr alltagsrelevant. Nicky Gamble erzählt zum Beispiel, wie er von seinem Fußpilz geheilt wird. Super Story. Ja. Ja. Okay, wunderbar. Zähle ich jetzt nicht, die kommt dann. Nee, das soll eine Weite sein, wirklich. Wir wollen, dass Menschen hier ankommen können und dass sie sich nicht nur angenommen fühlen, sondern wir möchten sie so annehmen, wie sie sind. Wow, ja, willkommen zu Hause. Hey, was kann ich noch tun, wenn ich mich einbringen möchte oder wenn ich jetzt spüre beim Impuls, mein Herz klopft, der Heilige Geist schiebt mich noch in aller Kürze, was kann ich noch bringen? Ganz kurz, also wir machen Einladungsmaterial, es wird kleine Postkarten geben, die könnt ihr euch mitnehmen, die dürft ihr verteilen, legt sie auf den Schreibtisch, keine Ahnung, macht damit irgendwas Schönes. Es gibt Poster im A4-Format, die könnt ihr euch ins Auto hängen, dann ist es wie so eine fahrende Litfaßsäule. Ihr könnt mitmachen und Gastgeber sein, Zuhörer sein. Wir brauchen jemanden für einen Lobpreis ab dem 3., 4. Abend. Das wäre super. Es wäre auch ganz schön, wenn Leute mitmachen, die sagen, ich kann mir vorstellen, hinterher mit einer Gruppe weiterzumachen. Mit denen, die möchten, eine Kleingruppe zu bilden zum Beispiel hinterher. Das wäre alles toll. Und wir brauchen Leute, die für den Kurs und für die Menschen beten. Leute, die sich jetzt mal 3 Monate ganz darauf konzentrieren, sich die Zeit nehmen und investieren in Menschen. Und eine Auswirkung muss ich sagen, wenn man das ins Auto hängt, gell, so ins Auto hängt, ändert sich der Fahrstil. Das ist eine ganz gute Sache. Oh. Doch. Gut, wunderbar. Vielen Dank für euren Einsatz. Ich hoffe, der Funke springt über und es wird unser Projekt. Viele Menschen lernen Gott kennen auf dieser Reise. In den Shownotes findet ihr eine E-Mail-Adresse, alphakurs@lindenwiese.de. Wenn ihr E-Mail schreibt, landet ihr bei Birgit. Also genau. Das geht nicht irgendwo anonym hin. Ja. Kommt mit euren Fragen, Themen, Anliegen, Sorgen, Wünschen. Ja, sie wird es euch kompetent beantworten. Einfach raushauen, genau.
Hey, Birgit, Thomas, vielen herzlichen Dank für euren Einsatz. Ich freue mich und ich wünsche mir so, dass es gute Früchte trägt. Ja. Alle Infos zusammengefasst findet ihr auf unserer Homepage. Manche sagen jetzt vielleicht, wenn ich sehe hier nur mittelalterliche und ein bisschen drüber hinaus vom Alter her, schöne Menschen zwar, aber halt eben alt. Der Alpha-Kurs ist ein Programm für alle Menschen und für alle Generationen. Ihr findet noch ein paar Videos angehängt unten in der Videobeschreibung. Klickt die euch an, schaut die euch an. Ihr könnt es auf Insta und sonstigen Kanälen abonnieren und euch da rein vertiefen. Ansonsten auf unserer Homepage oder via E-Mail-Adresse. Gott segne euch.